los, wir müssen schnell der Mama Bescheid sagen. Oh mein Gott, was passiert? Wir sind vom Fußballplatz gekommen und dann sind wir dort hinten am Neubau. Ach, da kann doch nicht wahr sein. Er ist auf die Mauer geklettert. Und dann hat er das. Irgendwas wie Kopf. Oh mein Gott, wir fahren ins Krankenhaus. Sofort. Er hat das Gleichgewicht verloren, wahrscheinlich wird durchs Blinzeln. Kann doch nicht wahr sein. Das Blinzeln, das macht mir richtig Sorgen. Ich kann mir das Verhalten von Emil gar nicht erklären. Hinzu kommt ja auch, dass er jetzt in letzter Zeit nicht mal ohne Licht schlafen möchte. Und ja, das bereitet mir wirklich sehr viel Sorgen. Emil hat beim Balancieren auf einer Mauer das Gleichgewicht verloren und eine leichte Gehirnerschütterung davongetragen. Nach einer Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus fühlt sich der Achtjährige schon wieder topfit. Doch das ständige Blinzeln und seine Angst vor Dunkelheit sind noch immer da. Sag mal, was machst du denn? Hör mal, du weißt doch, du bist noch nicht ganz gesund. Du hattest eine Gehirnerschütterung, Schatz. Ja, okay. Und außerdem, guck mal, gleich kommt der Familienhelfer. Und dann möchte ich, dass du dich benennst, ja? Okay. Der Arzt hat bei Emil nicht an gesundheitlichen Schwierigkeiten feststellen können. Deswegen beunruhigt mich das Ganze sehr. Also ich hoffe, dass der Familienhelfer endlich Licht ins Dunkeln bringen kann, damit ich endlich weiß, was Emil fehlt. Die zweifache Mutter hat einen Termin mit Familienhelfer Johannes Tondera vereinbart. Franzi war mit Emil bei mehreren Ärzten. Doch eine medizinische Ursache für das Blinzeln konnte ausgeschlossen werden. So, dass nur noch eine seelische Komponente in Frage kommt. Ich bin so froh, dass Sie sich so kurzfristig Zeit nehmen konnten. Kein Problem, ich habe mich ein bisschen beeilt. Ich bin heute hier hingerufen worden, weil die Frau Bachmann sich sehr große Sorgen um ihren Sohn macht. Es ist sehr auffällig, dass er in den letzten Wochen und Monaten angefangen hat, permanent zu blinzeln. Und das ist natürlich erstmal was ganz Ungewöhnliches. Das war vorher nicht so. Was noch dazu kam, ist, dass er in letzter Zeit auch nicht mehr ohne Licht schlafen möchte und im Zweifelsfall auch lieber bei seinen Eltern im Bett. Das kam mir ein bisschen spanisch vor und da wollte ich erstmal der Sache nachgehen. Auf jeden Fall hat Emil darauf bestanden, dass ich ihn im Hockeyverein anmelde. Ah, ja. Ne? Weil sein größerer Bruder ist auch ein das Vorbild von ihm. Ne? Er spielt auch Hockey, will er natürlich auch machen. Ne? Mhm. Jetzt wollte er aber von alleine da nicht mehr hin. Also ich habe die Vermutung einfach, dass er denkt, dass er in dem Punkt versagt hat. Ne? Mhm. Dass das einfach von der Leistung ja nicht gepasst hat. Ne? Also nicht stimmig war. Okay. Zuerst hatte ich ja mit der Mutter gesprochen. Für mich ist es natürlich auch wichtig, mit dem Emil dann selber gesprochen zu haben. Und das taten wir dann auch. Wir sind dann erstmal in sein Zimmer gegangen. Da gab es eine Situation, in der er mit seinem Bruder gerade gespielt hat. Der Bruder hat Luftgitarre gespielt und es gab laute Musik und so weiter. Ja, für mich war es erstmal wichtig, dass ich mit dem Emil auch alleine sprechen kann. Und deshalb hatte ich die Mutter auch gebeten, einmal runterzugehen mit dem großen Bruder. Also, ich bin ja jetzt gerade hier hingekommen und habe ja gesehen, dass du dich mit deinem Bruder ganz gut verstehst. Ne? Macht ja ganz viele Sachen zusammen auch. Ja. Also, ich habe auch einen großen Bruder und wir haben früher auch ganz viele Sachen gemacht. Und immer, wenn der was gemacht hat, dann wollte ich das auch, zum Beispiel Fußball spielen oder so. Mhm. Und was macht ihr so? Der spielt Eishockey, wollte ich auch, aber dann wollte ich nicht mehr, weil in meiner Schule, weil mein Freunden nicht dahin geht und in meiner Schule ein Fußballturnier ist. Ja, gut. Und dann, wo alle Klassen mitmachen. Manchmal hat man ja auch mal Lust, was auszuprobieren und dann ist das nichts für einen. Das ist ja auch ganz normal, oder? Ja. Oder bei anderen Sachen auch schon mal, ne? Mhm. Trotzdem hat die Mama mir gerade unten erzählt, du machst ein paar Sachen in letzter Zeit, die hast du früher nicht gemacht und die bereiten dir Sorgen. Zum Beispiel, wenn du abends ins Bett gehst, dass du dann das Licht anlassen willst, hat sie mir erzählt. Stimmt das? Und dass du dann auch manchmal lieber bei deinen Eltern schlafen willst, ne? Wir kamen ja dann auf das Thema Licht und warum er denn nur noch bei Licht schlafen will und möglicherweise sogar bei seinen Eltern. Als dieses Thema aufs Tablett kam, da hat er nicht mehr viel geantwortet und wollte dem Gespräch auch nicht mehr folgen. Im Gegenteil, man konnte sehen, das Blinzeln, was die Mutter mir vorher beschrieben hatte, das wurde da ganz, ganz extrem verstärkt bei ihm. Ich hatte mich dann vorher schon mal im Zimmer umgeguckt und habe versucht, irgendeine andere Art zu finden, wie wir kommunizieren können. Es gab Papier, es gab Buntstifte, was liegt da näher, als einfach mal zu malen, was einen bedrückt. Denn das ist manchmal einfacher, als es auszusprechen. Emils ständiges Blinzeln ist ein unbewusstes Verschließen der Augen vor etwas.
Mit der Aktion will Johannes Tondera zum einen die Ursache dafür herausfinden, dem Drittklässler aber ebenso zeigen, dass auch seine Mutter, sein großer Bruder Noah und der Familienhelfer selbst Ängste haben. Und dann gucken wir einfach mal. Stellt euch am besten mal hier hin, dass sich das jeder ganz gut angucken kann hier. Ne? Wer denn was so gemalt hat? Also, ich fange mal an, damit Sie und ihr wisst auch, worum es geht. Ne? Also, ich habe, wer weiß, Anna, was das ist? Kann nicht so richtig gut malen, aber vielleicht doch. Dann. Eine Maus. Ja, fast richtig. Es ist eine Ratte. Ne? Ich habe ein bisschen Angst vor Ratten, gebe ich ganz offen zu. Wenn ich sie sehe, erkennen sie mich nicht wieder, dann gehe ich laufen. Mhm. Ne? Und das kann ich aber auch zugeben, weil jeder hat ja vor irgendwas Angst. Ne? Habe ich jetzt mal zugegeben. Die Ängste, die aufgemalt wurden, waren völlig unterschiedlich. Bei mir war es eine Ratte, wie erwähnt, und bei den anderen war es halt etwas anderes. Beim Emil war es was ganz Spezielles. Also das hatte mich dann doch sehr überrascht, was Emil da aufgemalt hatte. Bei dem anderen habe ich schon so ein bisschen geguckt, was das ist. Das konnte ich mir schon so vorstellen. Hier weiß ich noch nicht so ganz genau, was das sein soll. Kannst du das mal beschreiben, was du da siehst? Das sieht aus wie ein Clown, würde ich jetzt sagen. Würde ich auch sagen, aber nicht so ein netter Clown, ne? Ja, wie so ein Horror-Clown, böser Clown. Okay, stimmt das? Ich glaube schon. Wir haben dann gemeinsam mit der Familie über dieses Bild des Horrorclowns gesprochen. Und je näher wir darauf eingegangen sind und umso mehr Fragen ich gestellt hatte, umso mehr konnte man sehen, dass der Emil wieder angefangen hat zu blinzeln. Also waren wir auf jeden Fall schon mal auf einer ganz, ganz heißen Spur. Ich hol mal eben was. Also kannst dich nicht daran erinnern, dass du so einen Clown mal irgendwo gesehen hast. Aber wir sollten ja das aufmalen, was einem Angst macht. Und dann ist das ja eindeutig, dass so ein Clown mit so wilden Zähnen und wilden Haaren die auch Angst macht. Ne? Der Bruder ist dann kurz verschwunden und wollte etwas holen, von dem wir jetzt alle erstmal nicht wussten, was das war, kam aber dann nach kurzer Zeit wieder mit einem Computerspiel. Auf dem Computerspiel war ein Cover mit einem Horrorclown zu sehen, und zwar so ein ähnlicher wie der, den Emil auch gemalt hatte. Der Emil hat dann sehr, sehr extrem darauf reagiert. Der verängstigte Junge zieht sich komplett zurück, doch Sozialarbeiter Johannes Tondera lässt nicht locker und geht sehr mitfühlend auf den Grundschüler ein. So langsam scheint der Knoten tatsächlich zu platzen. Ich glaube, da sind wir dem Rätsel schon ganz nahe, ne? Deinem Problem. Meinst du nicht, du kannst uns noch erzählen, eben, worum es geht? Ich glaube, dass es dir dann besser geht, wenn wir nochmal zurückgehen. Okay? Alles klar. Emil hat bei diesem Spiel gelernt, dass man auch Ängste zugeben kann, dass auch Erwachsene Ängste benennen. Und von daher war es etwas leichter für ihn, oder es fiel ihm nicht mehr so schwer, auch über diese Geschichte mit dem Computerspiel zu reden. Erzähl mal. Ich weiß nicht, dass mein Bruder Ärger bekommt, dass ich noch in sein Zimmer darf und dass er noch mit mir spielen kann. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Kannst du mir das wieder erklären? Ja, ich spiele halt seit einiger Zeit so ein Clown-Horrorspiel und er hat halt manchmal zugeguckt und ich hatte jetzt auch nicht so den Eindruck, dass er davor Angst hat. Und dann habe ich ihn halt mal einmal spielen lassen und ja. Was sagen Sie dazu? Ich bin einfach sprachlos. Ich war sehr enttäuscht auf einer Seite, weil Noah ist nun mal der Ältere von beiden. Und er hätte wissen müssen, dass dieses Spiel nicht altersgerecht für Emil ist. Und ja, also es war auf jeden Fall verantwortungslos von ihm. Aber er hat ja auch Einsicht gezeigt. Und ich denke mal, dass die Jungs beide daraus gelernt haben. Weißt du, das Problem ist nämlich, dass ein Clown ist eigentlich was sehr Schönes. So im Zirkus und so, ne? Da kennt man die ja, da sind ganz viele Tiere und Clowns und Akrobaten und die haben eigentlich alle nur eine Aufgabe, den Leuten Spaß zu bringen, ne? Was wir jetzt herausgefunden haben, war, dass Emil Clowns negativ besetzt. So, er hat Clowns in Verbindung gebracht mit diesem Spiel und dieses Spiel hat ihm Angst gemacht. Wichtig war jetzt, diese Besetzung umzukehren und zu gucken, wie können wir das denn wieder hinkriegen, dass Clowns was Lustiges sind, denn das ist ja auch die Natur eines Clowns. Dazu haben wir uns nochmal an den Tisch gesetzt und haben einen großen Zirkus gemalt mit einer Manege, Artisten, Elefanten und so weiter, aber auch Clowns, die lustig sind. Und deshalb konnte Emil dann auch erfahren, Clowns sind eigentlich lustig, gehören in den Zirkus und nicht als böse Fantasie in den Kopf. Dank der Hilfe von Johannes Tondera gehört Emils Blinzeln nun der Vergangenheit an. Der Achtjährige hat schrittweise auch wieder gelernt, ohne Licht einzuschlafen. Um seine Angst vor Clowns gänzlich zu verlieren, haben die Bachmanns einen Zirkus besucht, was der ganzen Familie viel Spaß gemacht hat.